Günstige FIFA 15 Ultimate Team Coins findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute ohne Facecam. Und wieso, weshalb, warum, Schlappi, was ist los, will ich euch mal ganz, ganz schnell erklären. Denn ihr hört vielleicht schon so ein bisschen an der Stimme, wobei die momentan noch geht, nachdem ich die jetzt ein bisschen geschont habe. Mich hat so ein bisschen erwischt. Ich bin so ein bisschen krank, die Nase war komplett dicht, bis ich jetzt vor 5 Minuten mal die Nase mit Nasenspray zugepumpt habe. Vom allerfeinsten, damit zumindest mal ein bisschen Luft rankommt und nicht das Video aufnehmen kann. Sprich, mich hat so ein bisschen zerlegt, das ist allerdings, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht der Grund, warum in den letzten Tagen doch eher weniger Videos kamen. Ich denke, alle, die den Livestream, die den Badestream angeschaut haben, die wissen, wieso, weshalb, warum es auf YouTube momentan nicht ganz so viel gab. Lag daran, wir sind endlich Twitch-Partner, Freunde. Richtig, richtig geil. Hashtag Badehype in die Kommentare reinkloppen, wenn ihr auch immer beim Stream am Start seid. Macht enorm viel Spaß und da gab es einiges zu erstellen mit Emotes, mit Grafiken und Bannern und was nicht alles. Von dem her war ich da ein bisschen beschäftigt. Wie gesagt, Vorbereitung kam dazu. Jetzt war Trainingslager am Wochenende, sprich, ich bin komplett im Arsch. Aber heute gibt es endlich mal wieder neues Video. Freunde, wir gehen's an. Ich zeige euch mal eben schnell das Team der Woche, das momentan am Start ist. Es ist ein brutales mit Pierre-Emerick Aubameyang vorne im Sturm. 96er Pace, 83er Dribbling, 85er Schuss, 78er Passspiel, 72er Füße. Richtig krass. Links daneben Depay oder Depay. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, Depay ist korrekt. Dann haben wir noch Schürrle mit am Start vom VfL Wolfsburg. Mertens in der Mitte, Sergio Busquets, Llorente vorne drin. Dann noch einen von Atletico, der nicht wirklich stark ist. Jardel in der Innenverteidigung, Lopez noch im Tor. Und, Freunde, den dürfen wir nicht vergessen, der Harry Kane, der Mann, der momentan bei den Spurs durch die Decke geht wie kein anderer. Second in vom Harry Kane, also auch mit am Start, der sicherlich ein Upgrade kriegen wird. Da kann ich euch auch noch schnell die Info mitgeben. Die Upgrades werden, soweit ich jetzt informiert bin, Freunde, am 20. Februar offenbart und ja verlautet oder wie man es auch immer nennen will. Und dann geht's rund. Dann schauen wir mal, wer letztendlich alles ein Upgrade bekommt. Wir schauen rein. 5 Packs gibt's. 35k Sets habe ich noch gar nicht angesprochen, oder Freunde? Sprich, es gibt heute besondere Sets, die wir aufmachen werden, um die wir uns heute kümmern werden. Wir haben Trash, wir haben Xandao, wir haben Chiluro, Bichi oder so am Rabatt. Und wirklich gar nichts Gutes. Meine Fresse. So, ich nehme ja wie immer alles mit. Das ist ja der Livestream-Account. Klischee haben wir da mit am Start. Den packe ich mal mit auf die Liste. Ich glaube, den Rest können wir dann doch eher schnell verkaufen. Sprich, das erste Pack hat sich noch nicht wirklich gelohnt. So, 30 Objekte. Eine Mischung aus Spielern und Verbrauchsobjekten. Mindestens 26 Gold, 18 selten. 23 Stunden gehen die Dinger noch. Sprich, ganz, ganz frisch raus. Hier und heute bei mir. Pack Nummer 2. Und es ist Fernando Torres. Auch kein guter Groß, der war doch mal in der Fußball-Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht, sogar bei VfB Stuttgart. Lang ist der, was heißt lang, der war nur kurz da, Interimscoach oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Torres mit am Start, Shaqiri in der Interversion, keine Ahnung, ob der für was geht, werde ich mal mit auf die Liste packen. Den Rest, Debuchy, vielleicht zumindest noch ein paar Coins. Aber ihr merkt, bisher zweites Pack, auch das komplett für die Katz. Und wer es vielleicht mitbekommen hat, bezüglich den Coinpreisen momentan, da wird sich der ein oder andere fragen, Mensch, warum kosten die Coins denn momentan wieder ein bisschen mehr? Was heißt ein bisschen? Doppelt so viel. Liegt daran, EA hat ja die Web-App down genommen, Freunde, down. Oh, und dann gibt es den ersten Inform. André Ayew Inform. Oh mein Gott. Was ich auch noch gar nicht erzählt habe, es ist ja momentan das Team of the Tournament raus, Freunde. Das Team of the Tournament ist raus. Sprich, die ganzen Jungs und Xavi. Holy fuck. Nicht schlecht, das Pack. Ist da noch einer? Nee, da ist keiner erstmal mehr. Wobei die Spieler alle gar nicht so schlecht sind, ne? Ja, Herrgott, Freunde. Richtig nices Pack. Nee, das Team of the Tournament ist momentan raus. Sprich, die Jungs, die im Afrika-Cup richtig eingeschlagen haben, kann man nochmal ziehen. Unter anderem mit 87er Man of the Match. Yaya Touré. Und ich denke, André Ayew wird da irgendwie eine Rolle mitspielen, Freunde. Packen wir mal rein. Ab in den Verein, beziehungsweise ab auf die Transferliste. Mal gucken, ob wir den irgendwie im Livestream oder so mal verwenden. So, Garay, Bendner, Leno und Co. können wir, denke ich, alles abstoßen. Aber das Pack Nummer, was war es jetzt, 3? War doch nicht verkehrt. Nächstes Pack, komm schon. Heute auch ein relativ kurzes Video. Ihr hört es ja an der Stimme. Wie gesagt, ich möchte jetzt da noch nicht so overpacen, Freunde. Sprich, dass die Stimme einigermaßen passt. Heute Abend, sprich Sonntagabend, gibt es auch nochmal einen Livestream. Sollte ich da nicht irgendwelche schlimmeren Sachen erleiden, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link dazu. Und es wird natürlich auch wie immer ein Infovideo geben. Wie gesagt, ab sofort Twitch-Partner. Sprich, jeder kann gucken. Alle können die Qualität einstellen. Ihr könnt subscriben, bekommt dann verschiedene Emotes und vieles, vieles mehr. Was damit ansteht, rentiert sich also vollkommen, da mal vorbeizuklicken. So, wir haben Koscielny, wir haben Mutinho, Caballé oder Caballé, Begovic, Wanyama und Volland. Oh, Freunde, die können wir abstoßen. Die können wir abstoßen. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das letzte Pack. Freunde, ist vielleicht jetzt Yaya drin. Yaya Touré.
Ja. Wäre zu geil, oder? Komm schon, bitte gib uns den orangenen Uchikawi! Doppelinform! Was ist denn los? Alter Schwede, und meine Stimme, die versagt so ein klein wenig. Chikawi, der 5-Star-Skiller, 5 Sterne schwacher Fuß dazu, 85er Pace, 88er Dribbling, 77er Schuss, 82er Passspiel. Da würde ich mal sagen, oh, jetzt habe ich den in den Verein gepackt. Da werden wir gleich mal schauen, was der noch wert ist. Und vielleicht gibt es ja noch einen Hammer. Vielleicht gibt es noch einen Hammer. Nein, aber Chikawi in Form. Und dann hat man noch IU in Form, sprich Doppel-Inform-Time. Na, das kann man doch mal mitnehmen, Freunde, oder? In knapp 5 Minuten Video, 2 Informs, das glaube ich, kann sich sehen lassen. So, jetzt schauen wir mal eben schnell rein. Was sind die beiden wert? Wir fangen mit IU an. Glaube ich, ist nicht allzu viel wert. Ihr seht es, ein Abstoß in Form. Aber der gute Chikawi, der könnte ein bisschen mehr wert sein. Ein bisschen. Ja, Freunde, 100k. Chikawi, 100k, 5-Star-Skill. Aber ich denke, den werden wir dann heute Abend im Livestream mal ein bisschen testen. Gehe ich mal schwer von aus. In dem Sinn, schaut vorbei und dann würde ich sagen, war's das, Freunde. Ich trinke jetzt ein Teechen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auch am besten ein Abo da. Dann verpasst ihr nämlich gar nichts. Und damit sehen wir uns heute Abend im Livestream. 20 Uhr, 19, 20 Uhr. Sowas in den Dreh geht's los. Ich werde euch nochmal informieren. In dem Sinn, macht's gut. Genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.